So, willkommen zurück, liebe Android-Programmierer, zum nächsten Teil unseres Grüngurt-Programms. Das ist zugleich auch der zweite Teil unserer SQLite-Reihe. Und was wir in diesem Video lernen werden ist oder anschauen werden, ist ein einfaches Beispiel, wie wir unsere SQLite-Klassen in eine Applikation einbauen können. Wie immer finden wir alle unsere Informationen, die wir brauchen, unter codeconsort.de, unter anderem das PDF-Dokument Android Core 3.1 SQLite. Hier haben wir im letzten Video alles bis Kapitel 2.4 uns angeguckt. Das würde ich jetzt auch als Voraussetzung sehen, damit wir dieses Video sinnvoll verstehen. Dieses Video wird auch mit diesem Dokument arbeiten, mit diesem PDF bis Kapitel 4.4. Das heißt, alles, was ich hier im Video zeige, wird dort in einer ähnlichen Form auch wiederzufinden sein. Auch hier muss ich euch wieder mit dem Thema Thread vertrösten. Einfach damit die Videos nicht zu lang werden, habe ich jetzt das Thema Thread auf ein nachfolgendes Video verschoben. Weil das in sich ja nicht kompliziert ist, aber da müssen wir an relativ vielen Ecken schrauben. Deswegen machen wir es erstmal ohne die Einbindung in den eigenen Thread und dann in einem Folgevideo zeige ich euch, wie man das mehr oder weniger sinnvoll in einen Thread einbaut. So, alles weitere unter Code Consort, wie auch für das erste Video gilt zu sagen, wer in SQL noch nicht fit ist, findet da auch ein paar Informationen. Und ansonsten, ja, das Netz ist groß und ihr findet das mit Sicherheit, wie man mit SQL sauber Daten rein und rausschieben kann. So, dann wollen wir mal loslegen. So, ich habe mir eine kleine Beispiel-App überlegt, die ist relativ einfach strukturiert. Entscheidend ist, ich habe hier eine Tabelle, die Tabelle Users. Und die besteht aus zwei Spalten, also einmal die ID-Spalte und einmal Name-Value. Dort wird ein Namenswert gespeichert. Die Activity sieht so aus, dass ich zwei Edit-Text-Felder habe. Das obere mit einem zugehörigen Save-Button und das untere mit einem zugehörigen Load-Button. Der Gedanke ist so, dass wir das so aufsetzen. Ich trage im oberen Feld jetzt einen Namen ein, so Peter.Müller. Das werden wir dann später nochmal aufklären, warum ich das in diese Form eintragen lasse. Und mit einem Klick auf den Save-Button wird dieser Wert Peter Müller in die Tabelle eingetragen. Zusätzlich erzeugt dann die Tabelle automatisch noch eine ID. Und diese ID wird dann sofort nach dem Eintragen nach oben wieder geschickt in die App und in das zweite Textfeld eingetragen. So, und so kann ich jetzt beliebig viele Namen jetzt hier eintragen. Wir sprechen von einer Datenbank, die kann so viele Daten tragen, wie Speicherplatz vorhanden ist, sprich bis der Telefonspeicher voll ist. Eine zweite Art und Weise, das Ganze dann zu nutzen, das werde ich jetzt nicht im Code explizit beschreiben, wie man das in die App einbindet, weil das könnt ihr dann selber machen, so erfahren solltet ihr inzwischen sein. Aber die funktionalen Methoden dafür werde ich skizzieren. Das heißt, der Gedanke ist, ich schreibe jetzt hier in das untere Feld die 2 rein, hier, und drücke dann auf den Load-Button. Und was dann passieren soll, es soll eine Abfrage ablaufen. Das heißt, in der Datenbank wird entsprechend nachgeguckt, wo kommt denn der Wert her. Und dann wird gesehen, die Maria Schmidt ist das mit der ID 2 und der wird dann von der Tabelle da reingeschrieben. So, man kann jetzt sich noch überlegen, dass man noch einen dritten Button einfügt, wo man dann ein Delete hat. Aber wie gesagt, das ist was ihr dann von der Anbindung her in die Activity selber machen solltet. Ich werde lediglich die Methoden beschreiben, die sich explizit mit der Datenbankkommunikation beschäftigen. Gut, dann gehen wir auch schon in den Code. Fangen wir mal mit einer Klasse an, die man in den einzelnen Beschreibungen von den Android-Tutorials immer findet. Das ist die sogenannte Contract-Klasse.
Es wird empfohlen, mit so einer Contract-Klasse zu arbeiten. Und zwar ist es nichts anderes wie eine Ansammlung von Tabellennamen und Tabellenspaltennamen. Wir sehen jetzt hier erstmal die Klasse mit einem leeren Konstruktor. Der ist für uns an der Stelle eigentlich gar nicht wichtig, weil wir das Ganze als rein statisches Konstrukt verwenden. Dann als nächstes haben wir hier die abstrakte Klasse, die innere Klasse für eine Tabelle. Das heißt, jede Tabelle bekommt innerhalb meiner Contract-Klasse eine eigene Unterklasse und die implementiert jetzt auch noch ein Konstrukt namens Base Columns, also ein Interface. In diesen Base Columns finden sich eigentlich nur zwei Sachen. Wir übernehmen mit diesen Base Columns die Felder ID und Count, dass die standardmäßig drin sind und somit die Einbindung in Android an der Stelle einfacher verläuft. Wir werden nachher noch sehen, wie wir gerade die ID verwenden werden. Und dann gehen wir auf die eigentlichen Eigenschaften, die wir hinterlegen wollen. Hier in dem Fall habe ich jetzt den Table Name mit Users und den Name der Spalte Name Value habe ich das Ding jetzt getauft. Das haben wir im vorderen Bild schon gesehen, eingetragen und mit den Werten können wir jetzt einheitlich arbeiten. Wie gesagt, es würde auch ohne diese Contract-Klasse gehen, aber wie gesagt, ich empfehle sie zu nutzen, weil es einfach ein sauberer Programmierstil ist, die entsprechenden Werte zentral in einer eigenen Klasse zu halten. So, die SQL-relevanten Funktionen, da fangen wir jetzt mit dem Konstrukt an, was diese Elemente beinhalten soll. Und das habe ich jetzt mal mein DB-Helper-Example genannt. Erbt von der SQLite Open Helper Klasse. Das haben wir im vorigen Tutorial-Video schon gesehen. Und jetzt fangen wir an, das ganze Ding anzupassen. Erstmal ein paar interessante Informationen. Punkt 1, die Version der Datenbank. Das ist einfach die Version 1. Wir beginnen ja neu mit unserer kleinen App. Also muss die erste Version auch die Nummer 1 tragen. Wenn wir jetzt eine neue App oder diese App erweitern, dann muss diese Version erstmal nicht angefasst werden, es sei denn, wir verändern die Struktur der Datenbank. Sobald wir das tun, müssen wir eine neue Version hier hinterlegen und uns überlegen, inwieweit wir unsere Update-Methode mit Leben füllen. Das nächste ist dann der Datenbankname. Das ist jetzt com-example-my-db. Man könnte es eventuell auch in die Contract-Klasse reintun. Ich habe es jetzt, mich jetzt hier für den Helper entschieden. Das heißt, hier haben wir jetzt com-example. Da packt ihr jetzt euren Paketname ein und jetzt hier my-db. Eventuell könnte man das mit einer Zusatzstruktur eben belegen. Also dass man hier sagt MyDB Program und dann MyDB. Aber das könnt ihr für euch selber entscheiden, wie ihr eure Datenbank nennt. Entscheidend ist, dass ihr euch darum kümmert, dass der Name der Datenbank auf den einzelnen Geräten dann noch eindeutig ist. Jetzt kommen wir zum Create Table Statement. Für diejenigen, die sich mit SQL auskennen, und das sollten alle sein, die sich dieses Video hier anschauen, ist es so, dass wir hier mit unserem Create Table Statement beginnen. Den Create Table Namen holen wir aus unserer Contract-Klasse, Tab Users, das ist ja genau diese Tabelle, die wir jetzt hier entsprechend aufbauen, und Table Name. Und dann folgt das ganz normale Create Table Statement. Ein Hinweis noch hier, nutzen wir jetzt aus unserem Interface die ID, underscore ID, und das machen wir einfach als Integer Primary Key Auto Increment. Das heißt, das ist ein echtes Keyfeld, bei dem sich die Datenbank selbst darum kümmert, dass wir hier ein Auto Increment hinkriegen, sprich eine automatische ID erzeugen.
So, die Spalte Name Value machen wir einfach vom Datentyp Text und damit haben wir unser CreateTable Statement fix und fertig. Danach folgt noch der Konstruktor, das ist der Konstruktor, den wir intern dann auch verwenden und dementsprechend können wir hier auch Database Name und Database Version eingeben. Hier die Factory lassen wir auf 0, das haben wir im letzten Video ja gesehen und damit sind wir eigentlich startklar. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich noch der andere Konstruktor, da kommt man dann noch gleich drauf. So, da haben wir schon für die Android-Einbindung den Konstruktor, der die gleiche Signatur hat oder die gleiche Parameterfolge wie unser Konstruktor der Superklasse, sprich der SQLite-Helper-Klasse. Und damit haben wir das auch. Eclipse fordert das Ding und erzeugt es auch von allein, insofern müssen wir da gar nichts tun. Genauso wie die folgenden Methoden, und zwar die onCreate-Methode, die wird ja auch automatisch erzeugt. Weil die ja von unserer Superklasse entsprechend oder der Elternklasse entsprechend gefleckt sind. Hier brauchen wir eigentlich nur eine Sache eingeben und zwar DB bekommen wir ja automatisch von der onCreate-Methode und dann, vielleicht erinnert ihr euch an das exec-sql, diese Methode ist einzig und allein ja dafür da gewesen, die SQL-Statements, die nicht über eigene Methoden der Datenbank eben abgedeckt sind, dann auszuführen, wie zum Beispiel ein CreateTableStatement. Und genau das haben wir ja in unsere Konstante reingepackt und hier führen wir es ganz normal aus. Das heißt, wenn dieses Teil onCreate aufgerufen wird, dann wird auch tatsächlich wird die Users-Tabelle erzeugt. Wir haben hier an der Stelle nur eine, ergo haben wir auch nur ein exec-sql-Statement. Ansonsten, wenn wir mehrere Tabellen hätten, müssten halt hier mehrere Statements aufgerufen werden. Die nächste verpflichtende Methode ist die onUpgrade-Methode. Hier die lassen wir einfach leer, einzig und allein deswegen, wir sind in der Version 1. Insofern gibt es keine alte Version, die wir in irgendeiner Form upgraden könnten. Sobald wir jetzt aber in unserer Datenbankversion auf die Version 2 kommen würden, müssten wir hier entsprechend Code vorsehen. Das werde ich aber auch noch in einem folgenden Video noch mal etwas genauer erklären. Gut, das nächste, was wir uns anschauen, ist einfach eine Beispielimplementierung für ein Insert. Das heißt, wir haben uns einfach eine Methode geschrieben, die jetzt einen neuen Username einträgt und die habe ich dann entsprechend auch Insert New User genannt. Parameter ist der Username und der Rückgabewert soll dann die ID sein, die mir die Datenbank dann zurückliefert. Die Daten haben wir im letzten Video schon kennengelernt, müssen wir über ein Content Values Objekt eintragen. Das heißt, wir erzeugen uns einfach ein ganz leeres neues Content Values Objekt, über das wir dann die Daten reinschmeißen. Wir haben an der Stelle lediglich einen einzigen Wert. Und zwar der Spaltenname ist CallNameValue, den wir uns in unserer Contract-Klasse eben definiert haben, also Tab Users und dort der NameValue Column und der Wert ist der Username, den wir als Parameter in unserer Insert New User Methode oben reinkriegen. Das heißt, Name Value Pair mit einem Put in die Values rein und schon können wir damit arbeiten. Und damit können wir jetzt auch unser Insert realisieren. Das heißt, wir sagen jetzt einfach New Row ID, das ist der Wert, den wir jetzt zurückbekommen werden von unserem Insert Statement, wird einfach aus dem Insert geholt. Unser SQLite Database Objekt liefert uns diese Insert-Methode und was er haben möchte, ist erstmal der Tabellenname, dann diesen Null Column Hack, den setzen wir einfach auf Null, das haben wir auch im letzten Video kurz angesprochen, und dann die Values, die eingesetzt werden sollen. Ja, und damit war es das, damit können wir das Ganze abschicken. Wir kriegen die Row ID und die wird dann entsprechend auch als Rückgabewert in unserem Return Statement festgehalten.
Ja, und damit ist der Datensatz drin. Bisschen aufwendiger ist, die Daten wieder rauszuholen aus unserer Datenbank. Und dafür habe ich jetzt diese GetSingleUsername-Methode geschrieben. Die erwartet als Parameter die User-ID, also einen eindeutigen Wert. Und die Erwartungshaltung ist, dass uns diese Methode als String dann den Username zurückgibt und das Ganze eben über die Datenbank, über ein Select realisiert. Gut, schauen wir uns das mal an. Wir haben einen Rückgabewert, das ist der Username. Den setze ich mal explizit auf Null. Damit kann ich dann kann der Nutzer dieser Methode feststellen, wenn der Username immer noch Null ist, sprich der Rückgabewert von GetSingleUsername, dann ist da irgendwas schiefgelaufen. Und wir wissen, dass beispielsweise die User-ID, die wir zugeführt haben als Parameter, nicht auf der Datenbank existiert und wir somit einen Null-Wert bekommen. Das wäre eine Möglichkeit des Error-Handlings. So, jetzt bereiten wir unser SQL vor. Schreiben wir jetzt einfach mal der Übersicht halber in eine Konstante rein. Hier SQL GetSingleUsername soll das Ding heißen. Wir beginnen mit dem Select. Ja, so fängt jedes SQL-Statement zum Herausladen von Daten an. Und was selektieren wir? Wir selektieren das Column Name Value. Das holen wir uns aus der Contract-Klasse raus. Da haben wir es ja definiert, den Namen. Dann als nächstes kommt from, also von welcher Tabelle. Auch hier findet sich in der Contract-Klasse der Tabellenname. Da haben wir ihn. Und dann kommt die Where-Bedingung, where. Und wir wollen ja die ID, also unser Primary Key-Feld, als Where-Bedingungen haben. Das heißt, wir gehen hier in unser Standardfeld ID rein. Und das ist gleich Fragezeichen. Das Fragezeichen war der Platzhalter für einen Wert, den wir dann später in das SQL einfach einpflanzen. Der Wert dafür steht in den Selection Args. Wir haben nur ein Fragezeichen. Ergo brauchen wir in unseren Selection Args auch nur einen Wert. Selection Args ist ein String Array. Und in diesen String Array legen wir jetzt fest den Wert User-ID rein. Nachdem aber User-ID ein Integer-Wert ist, müssen wir vorher sagen Value of. Das heißt, wir wandeln unser Integer-Wert in ein String um. Das heißt, wir haben jetzt ein String Array, das ist Selection Args. Das hat genau einen einzigen Eintrag, nämlich unsere User-ID konvertiert in einen String. So, und wenn wir das beides jetzt in die Raw Query eintragen, wird dieses Fragezeichen hier mit genau dem allerersten Eintrag unseres String Arrays ersetzt. Es ist nur einer, also wird es der allererste auch der einzige sein. Das ist dann die User-ID als String konvertiert. Und das heißt, unser Select heißt jetzt dann Select unserer Spalte from unsere Tabelle, where unsere ID ist gleich den Wert, den wir hier jetzt dann eintragen. Das Ganze übergeben wir jetzt an diese Raw Query Methode von unserem SQLite Database. Hier kommt die Query rein, das ist jetzt unsere Konstante, und dann die Selection Args. Das heißt, die Raw Query wird uns die beiden Werte dann zusammenfassen und die Abfrage dann in Richtung Datenbank schicken. Das Ergebnis kommt dann in ein Cursor-Objekt rein und dieses Cursor-Objekt dient uns jetzt dazu, die einzelnen Werte rauszulesen. Wir haben hier unsere Where-Bedingung mit dem Primary Key-Feld belegt, das heißt, wir kriegen entweder 0 oder einen Datensatz. So, als allererstes schauen wir, ob wir überhaupt einen Cursor bekommen haben. Muss man jetzt nicht unbedingt, aber es schafft Sicherheit. Das heißt, wenn hier bei dieser Raw Query irgendwas schief läuft, dann wäre der Cursor null. Also prüfe ich, wenn der ungleich null ist, der Cursor, dann geht's weiter. Und dann noch zusätzlich if Cursor move to first, das ist hier. Das heißt, setze den Cursor auf den allerersten Eintrag.
Wenn der nicht existiert, wird diese Move-to-First-Methode ein False ergeben und er würde nicht in die Weiterverarbeitung reingehen. Als nächstes, wenn wir Move-to-First erfolgreich ausgeführt haben, sprich wir haben einen Datensatz, dann können wir uns den Datensatz auch auslesen. Das heißt, wir holen uns aus dem Cursor den ersten Wert. Das ist im Prinzip, wir gehen nochmal hoch in das Select-Statement, Select, und das ist der erste Wert. Wir haben nur einen, also können wir auch nur diesen ersten abfragen. Das ist dann unsere Spalte. Nachdem wir wissen, dort ist ein String verborgen, können wir getString machen. Wenn wir beispielsweise hier eine Zahl erwarten, dann könnten wir auch getInteger und würden dann direkt in eine Integer-Variable schreiben können, aber wir erwarten hier einen String und dieser String soll dann in unserer Variablen Username landen. Das heißt, der ursprüngliche Null-Wert, den wir hier oben eingetragen haben, der wird jetzt überschrieben mit dem tatsächlichen Wert, den wir aus der Datenbank rauskriegen. So, dann haben wir hier noch while Cursor move to next. Es ist so, streng genommen könnten wir uns diesen Schritt sparen, weil wir nur einen einzigen Datensatz erwarten oder keinen. Ich empfehle aber trotzdem, es über diese Art und Weise zu tun. Dann hat man eine einheitliche Vorgehensweise bei allen Queries, die wir haben. Und da muss man dann nicht immer überlegen, habe ich jetzt nur ein oder mehrere Datensätze, sondern das läuft 1:1 bei allen Queries identisch. Und es ist jetzt auch kein großer Performance Impact, wenn wir jetzt hier diesen Move to Next nochmal zusätzlich abfragen. Aber ich würde mal so weit gehen und sagen, das ist Geschmackssache. So, das nächste, was wir machen, ist, wir schließen jetzt den Cursor. Den Cursor können wir schließen, wenn wir wissen, hier in diesem Bereich, dass er nicht null ist. Das heißt, dieser Bereich muss mit diesem Close abgeschlossen werden. Damit werden die Ressourcen freigegeben und wenn wir das haben, dann können wir entsprechend den Username, den wir aus der Datenbank rausgeliefert oder rausgeholt haben, können wir zurückgeben. Sollte die User-ID nicht vorhanden gewesen sein auf der Datenbank, dann würde hier noch null drin stehen und der Aufrufende kann jetzt eben feststellen, wenn ein Username, also in dem Rückgabewert dieser Methode null drin steht, dann können wir davon ausgehen, dass wir eine falsche User-ID übergeben haben und in allen anderen Fällen kriegen wir einen sinnvollen Datensatz zurück. So, was wir jetzt uns noch anschauen, ist das Thema Update. Im letzten Video habe ich die ganz flockig unterschlagen, weil es eigentlich kein großer Aufwand ist. Das kriegt er sozusagen über die normalen Dokus auch hin. Aber der Vollständigkeit habe ich jetzt gesagt, okay, ich packe das hier noch schnell mit rein, dass ihr seht, dass es wirklich kein großes Problem ist. Also was macht ein Update? Update heißt, ich habe einen Datensatz bereits auf der Datenbank und ich möchte dort irgendwelche Attribute ändern. Was brauche ich dazu? Ich brauche auf jeden Fall mal erstmal eine Information, wie ich die Datensätze oder den Datensatz identifiziere, den ich ändern möchte. Wir für unser Beispiel wollen nur einen Datensatz ändern und den identifizieren wir über die User-ID. Das ist dieses Ding, das ist der Primary Key. Damit kann ich exakt einen Wert identifizieren. Und dann, nachdem unsere kleine Tabelle ja nur zwei Spalten hat, ist natürlich es so, dass wir den Username einfach ändern wollen. Ja, also New Username. Gut, damit bin ich auch schon durch. Das heißt, wir müssen uns jetzt Gedanken darüber machen, wie wir zum einen die neuen Werte reinbringen und zum anderen, wie wir die zu ändernden Datensätze identifizieren. Neue Werte kennen wir ja bereits vom Insert, da brauche ich ein Content Values Objekt und die Werte als Name Value Pair, die ich ändern möchte. Name von unserer Column ist Call Name Value, das haben wir in unserer Contract Klasse drin und aus der Parameterliste der Methode der New Username. Das heißt, das soll der neue Wert sein, der geschrieben wird. Als nächstes muss ich die Bedingung formulieren. Bedingung bedeutet, ich muss irgendwie sagen, welchen der vielen Datensätze in dieser Tabelle soll geändert werden. Und meine Bedingung ist, dass die ID-Spalte, also der Primary Key, die ID des Users, festgelegt werden muss. Ja, also für die
SQLer unter euch. Im Prinzip steht jetzt hier, where diese Spalte ist gleich, was auch immer an Parametern kommt. Das heißt, jetzt muss ich noch den Parameter festlegen, mit welchem Wert soll dieses Fragezeichen hier ersetzt werden. Und das geht wie beim Insert auch, wie beim Select auch, über die Where-Argumente. Das ist auch wieder ein String-Array. Hier brauche ich auch, nachdem ich nur ein Fragezeichen habe, auch nur einen Wert. Und dementsprechend hole ich mir hier wieder die User-ID rein. Wie beim Select auch konvertiere ich das zum String, weil wir ein String-Array haben. Und damit habe ich sozusagen festgelegt, womit dieses Fragezeichen ersetzt werden soll. So, den ganzen Kram packe ich jetzt in die Update-Methode. Die Update-Methode braucht natürlich jetzt erstmal wieder eine Information, welche Tabelle. Hole ich mir aus der Contract-Klasse den Tabellennamen raus. Die Values, das sind die Werte, die neu geschrieben werden sollen. Das ist mein Content-Values-Objekt. Die Where-Klausel und die Where-Argumente. Und damit habe ich im Prinzip alles wieder oder sämtliche Daten, die ich vorher vorbereitet habe, übergebe ich an die Update-Methode und die führt das Ganze dann aus. Und der Rückgabewert ist die Anzahl der Zeilen, also die Anzahl der Datensätze, die verändert wurden. Nachdem wir unsere Where-Klausel hier über den Primary Key, über dieses ID-Feld gesetzt haben, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, 0 oder 1. Damit ich einen aufrufenden, möglichst einfach verarbeitbares Feedback gebe, sage ich einfach Number of Rows größer 0. Das heißt, sobald ich mindestens einen Datensatz, und es wird bei uns immer nur einer sein, abgedatet habe, kriege ich ein True zurück. Für alle anderen Fälle, sprich wenn ich die ID nicht auf der Datenbank gefunden habe, kommt ein False zurück. Und damit kann man diese Methode relativ einfach nutzen. So, und damit wir es wirklich vollständig haben, schauen wir uns noch das Thema Löschen an. Das ist eigentlich noch einfacher wie der ganze Update-Kram. Und zwar haben wir hier lediglich die Notwendigkeit, die User-ID des zu löschenden Datensatzes zu übergeben. Das heißt, wir haben hier einfach als einzigen Parameter neben der obligatorischen SQLite-Database die User-ID. So, auch hier brauchen wir wieder unsere Where-Klausel. Das heißt, hier brauche ich wieder die ID, also sprich den Primary Key, das ist das Ding, wieder mit ist gleich unseres Parameters und den Parameter, wie gehabt, über die Where-Args als String-Array und hier auch wieder ein einzelner Eintrag, weil wir hier nur einen Parameter, sprich ein Fragezeichen in der Where-Klausel haben. Gut, und dann geht es eigentlich wie gehabt. Wir übergeben das an das Statement. Hier in dem Fall eben das Delete-Statement unserer SQLite-Database. Und die braucht dann entsprechend unseren Table-Name, die Where-Klausel und die Argumente, damit eben die Fragezeichen ersetzt werden können. Und der Rückgabewert unsere Methode ist wieder die Anzahl der Rows, sprich welche Datensätze oder wie viele Datensätze wurden hier angefasst, sprich gelöscht. Und mit diesem Wert erzeugen wir jetzt auch unseren Return-Wert für unsere Methode. Auch hier habe ich mich wieder dazu entschieden, einfach ein True zurückzugeben, wenn mindestens ein Datensatz gelöscht wurde und ansonsten False. Jetzt müssen wir unsere ganzen Sachen zusammenstecken. Das tun wir idealerweise in der Activity. Und dazu habe ich jetzt eine Instanzvariable erzeugt, die das dbHelper-Example-Objekt, also myDbHelper habe ich die Variable getauft, gehalten wird. Und instanzieren tue ich das Ding idealerweise in der onCreate-Methode. Das heißt, wir beginnen mit onCreate, rufen die Super-Methode auf und entsprechend dann holen wir uns
Die erzeugen wir uns die Instanz für diese MyDB-Helper-Variable. Was ich jetzt noch an der Stelle machen kann, ist, wenn ich beispielsweise gerade in der Entwicklungsphase bin, hilft es manchmal, dediziert Datensätze zu löschen oder vielleicht die komplette Tabelle platt zu machen. Da würde man hier so ein paar so Entwicklungsmethoden reinschreiben, die dann später wieder gelöscht werden, wenn wir die App dann eben weiterentwickeln. Aber es hat sich eben als hilfreich erwiesen, wenn ich Testdatensätze beispielsweise während des Ausprobierens meiner App dann reinschreibe, dass ich die hier bei jedem Neustart wieder raushole, damit ich da nicht irgendwelche merkwürdigen Datenkonstellationen bekomme. Aber das hängt von der Applikation ab, von der Art, wie man entwickelt. Aber wie gesagt, wenn ihr an irgendwelcher Stelle sowas machen möchtet, dann bietet sich das an dieser Stelle an. So, und die ganze Action läuft dann, wenn wir einen Button klicken. Das zeige ich jetzt hier mal an einer beispielhaften Funktionalität. Und zwar nur für die Save-Button klickt. Alle anderen Optionen kriegt ihr dann selber hin. Also soweit müsstet ihr inzwischen sein, dass ihr das, ohne dass ich es Schritt für Schritt eben vorbete, dass ihr das selber implementiert. Weil im Prinzip sieht es auch nicht anders aus, wie das, was ihr jetzt vor Augen habt. Also, wir haben die MySaveButtonClick-Methode, die wird aufgerufen, wenn wir diesen Save-Button klicken. Das haben wir in dem Layout-File, müssen wir das festlegen. Ja, dieses OnClick-XML-Attribut habe ich reingeschrieben, MySaveButtonClicked. So, wir klicken das Ding und als nächstes holen wir uns aus dieser Edit-Text-Box, das war die obere von den beiden, den eingetragenen Wert raus. Das war jetzt dafür gedacht, dass wir den Namen eintragen. So, diesen Namen holen wir uns jetzt mit getText aus diesem Edit-Text-Feld raus und schreiben das in dieses S-Value hier rein. Da steckt jetzt der Name drin, den der User eingegeben hat. Als nächstes holen wir unser SQLite-Database. Das sollte bei einer App, die wir dann, ich sag mal, produktiv nutzen in einem eigenen Thread ablaufen. Werden wir später nochmal kurz drauf kommen. Aber hier für unser einfaches Beispiel holen wir jetzt einfach mal diese GetWritable Database ohne irgendwelche Vorkehrungen wegen Performance Issues. Das heißt, wir holen uns das Ding und hoffen, dass es schnell genug geht, sodass unser Android-Betriebssystem da jetzt nicht zu motzen anfängt. Dann rufen wir einfach unsere Methode auf, Insert New User. Die haben wir als statische Methode in der DB Helper Example Klasse deklariert. Ergo rufen wir sie auch so auf, übergeben unseren Value, das heißt den Wert, den wir aus der App bekommen haben, übergeben wir. Und als Rückgabewert bekommen wir jetzt diese neue ID, sprich die ID, die mir die Datenbank jetzt auf dieser Tabelle für diesen Datensatz erzeugt hat. Und damit sind wir fertig mit unseren Datenbankaktionen. Das heißt, wir haben einen Datensatz eingetragen, haben die Rückmeldung über diese neue ID bekommen und können somit die Datenbank dann auch schließen. Damit sind wir jetzt dann durch. So, jetzt müssen wir nur schauen, dass wir unsere neue ID auch wirklich hochkriegen an den User. Das heißt, wir holen uns jetzt diesen zweiten Edit-Text, das war der untere von den beiden, wo wir die ID eintragen wollen. Das machen wir mit setText. Und nachdem setText ein String verlangt, brauchen wir die ValueOf-Methode von unserem String, von unserer String-Klasse, packen hier die neue ID rein und der User sieht die dann entsprechend angezeigt. So, gehe jetzt nochmal kurz darauf ein, wenn ihr jetzt den rückwärtigen Weg macht, dann müsst ihr halt hier an der Stelle jetzt nicht mit den Insert New User arbeiten, sondern hier braucht ihr dann anstatt Insert dieses, ich glaube, Get Single Username haben wir das getauft. Wenn ihr eine ID löschen wollt, macht ihr das halt mit dieser Delete User Methode. Also das kriegt ihr dann hin. Und hier nochmal ganz wichtig, nochmal der Hinweis, so wie ich euch das jetzt hier gezeigt habe, dient es hauptsächlich der Veranschaulichung der Funktionalitäten dieser SQLite Database. Dieser Bereich, also dieser Block hier, der müsste eigentlich in einen eigenen Thread rein. Das heißt, wenn ihr jetzt eine App schreibt und wollt ihr es auf dem Play Store hochladen, rate ich euch dringend,
das in einen eigenen Thread reinzupacken. Ich werde dazu noch ein Video hochladen, das eben genau diese Aktion dann nochmal etwas näher beleuchtet. Da machen wir dann so einen kleinen Beispielcode, der eben das in einen eigenen Thread packt. Da müssen wir noch ein bisschen rumtricksen, weil die Kommunikation wieder über einen eigenen, über dieses Messaging-System läuft und das da müssen wir einfach ein bisschen noch in die Tiefe reingehen, aber wer die Videos zum Thema Thread verstanden hat, dürfte da eigentlich auch kein großes Problem mit haben. Das dürfte dann auch wirklich, ich vermute, wieder so ein circa halben Stunden Video und dann habt ihr das auch drauf. Gut, aber bis dahin probiert es einfach mal auf diese Art und Weise und dann könnt ihr eben sehen, dass die Daten tatsächlich reingekommen sind. Dann müsst ihr halt den zweiten Button noch belegen, diesen Load-Button und dann entsprechend mit dieser GetSingleUsername-Methode mal schauen, dass ihr die Daten rauskriegt. Jo, das war es auch schon wieder. Insofern bleibe ich wie immer dabei. Viel Spaß beim Nachprogrammieren. Bleibt dran. Weil wenn ihr diese SQLite Database kapiert habt, dann ist das ganze Thema Daten ablegen in der App wirklich Pillepalle. Das kriegt ihr dann ruckzuck hin und dann seid ihr schon ganz gut dabei. Bis dahin würde ich sagen, viel Spaß.